Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin als Berufsastrologe der vedischen Astrologie als Lehrer und Berater tätig. Ja, in diesem Video geht es nun über die planetare Konstellation anhand der Transite für Januar 2016. Bevor wir dies tun, zwei kurze, wichtige Informationen vorweg. Bitte beachten Sie, dass meine Deutungen vorgenommen werden anhand vom Aszendenten, nicht vom Sonnenzeichen aus. Denn der Aszendent ist in der indischen Astrologie viel wichtiger für genauere Ergebnisse als wie das Sonnenzeichen. Sollten Sie also Ihren Aszendenten nicht kennen, biete ich Ihnen gerne an, dass ich Ihnen diesen gratis ermittle, damit Sie natürlich wissen, welches der 12 Videos von Widder bis Fische für Sie jetzt für den kommenden Monat das Richtige ist. Sie können dazu einfach unterhalb dieses Videos, ist ein Link vorbereitet. Wenn Sie darauf gehen, können Sie mir anhand eines Formulars Ihre Geburtsangaben, Geburtsurzeit, Geburtsort etc. schicken und ich teile Ihnen gratis Ihren richtigen Aszendenten mit, damit Sie eben wissen, welches der 12 Videos für Sie das Richtige ist. Dann, große Chance, ja, und zwar, es steht ja jetzt ein neues Jahr an und so biete ich Ihnen für den Monat Januar, lade ich Sie ein zu einem Testmonat, ja, sprich die vedische Astrologie zu studieren und zwar in meinem Online-Learning-Center Sie mal begrüßen zu können zu ganz besonderen Bedingungen. Gehen Sie auch dazu für mehr Infos, wenn Sie sich mehr für die indische Astrologie interessieren, auf diesen hier vorbereiteten Link, den Sie auch unterhalb des Videos finden, um eben darüber, wie Sie anhand der indischen Astrologie Ihr eigenes inneres Universum mehr studieren und erforschen können. Wenn Sie darüber mehr wissen möchten, dann gehen Sie auf eben diesen vorbereiteten Link. Nun gut, nun sehen wir uns an, wie sieht es jetzt aus für den Monat Januar 2016. So, nun schauen wir uns mal die planetare Konstellation für Sie als Aszendent Fische für Januar 2016 näher an. In dieser Übersicht sehen wir auch gleich, welche Häuser so Betonung erfahren. Das siebte Haus, Partnerschaftshaus wird betont, da haben Sie den ganzen Monat den Jupiter darin, Ihren Aszendentenherrscher. Und die Sonne, die Sie ja auch repräsentiert, hält sich die meiste Zeit im elften Haus auf. Hier geht es um die größten Wünsche im Leben und das Thema ja, der Gruppen. Wir schauen uns das jetzt mal hier näher an. Ja, wie eben gerade gesagt, die Sonne, die ja den König darstellt, sie mit ihrem Königreich und mit ihrem Lebensweg, hält sich bis 20. Januar im Zeichen Steinbock auf, worin sie das 11. Haus haben. Das bedeutet, ihr Interesse gilt sehr stark, wie sie sich ihren größten Wunsch im Leben widmen können oder diesen verwirklichen können. Natürlich bräuchte man jetzt ihr Horoskop, um genau sehen zu können. Dann kann man mehr rauslesen, was ihre größten Wünsche im Leben sind. Aber sie kämen nun sehr gut diesbezüglich vorwärts oder mehr in Kontakt mit den Ideen, was denn wirklich ihre größten Wünsche im Leben sind. Denn natürlich, diese wollen gelebt werden, diese wollen erfahren werden. Und bis 20. Januar haben Sie eine sehr gute Voraussetzung dafür, in Beantwortung dieser Frage weiterkommen zu können. Außerdem begünstigt dies, dass Sie jetzt auch vielleicht etwas abschließen können mit Erfolg, ja, weil das 11. Haus steht für Titel, für Prüfungen, für Abschlüsse. Sprich, Wertschätzung auch durch andere erfahren können in den ersten 3 Wochen des Januars. Oder Sie können jetzt auch sehr gut eben sich aufhalten oder anschließen in Vereinigungen, Vereinen
und Gruppen. Ja, auch das ist eine Zeitqualität, die jetzt in den ersten 3 Wochen hier unterstützt wird. Mars ist fast den ganzen Monat im Skorpion, nämlich ab dem 3.1. Darin haben Sie Ihr 9. Haus. Ja? Und das 9. Haus bedeutet, dass Ihre Leidenschaft und Energie vielleicht da reingehen will, dass Sie sich mehr ausdrücken wollen bezüglich Ihrer Weltsicht. Vielleicht gibt es da in philosophischen Fragen stärkeren Austausch, ja, wie Sie sich vielleicht auch verteidigen wollen. Und Ihnen steht sozusagen mehr Leidenschaft auch dafür zur Verfügung, Ihren Lebenssinn zu vertiefen, diesen jetzt mehr zu Zeit zu widmen, sich in Weltanschauungsfragen mal der Klärung bestimmter Standpunkte zu widmen, oder Sie könnten halt auch davon profitieren, indem Sie in, ja, sagen wir nicht Streitgespräche, sondern in fruchtbare Diskussionen mit Ihren Mitmenschen über Weltanschauungsfragen sich austauschen. Nun, das 9. Haus steht aber nicht nur für den Sinn des Lebens, sondern es steht eben auch für Ihren Glauben, Ihre Wahrheit, Ihren Lebensweg. Dafür steht Ihnen mehr Leidenschaft, aber auch Handlungskraft zur Verfügung. Es steht auch für Reisen an heilige Orte. Und Mars mag ja sich gerne mit Bewegung ausdrücken. Folglich könnten Sie sich gut irgendwie an einen Kraftort bewegen oder vielleicht ein paar Tage den Jakobsweg gehen, der ja nicht zwangsläufig in Spanien sein muss. Das haben wir ja auch im deutschsprachigen Raum zur Verfügung. Und ich kann Ihnen auch selber aus eigener Erfahrung sagen, dass meine eigene Entscheidung, vedischer Astrologe zum Beispiel werden zu wollen, hauptberuflich, dass die an einem Kraftort entschieden worden ist. Ja, da hatte ich eine wirklich starke innere Botschaft. Da kamen so viele Botschaften, die ich mir dann alle aufgeschrieben habe. Und da fiel dann auch die Entscheidung, okay, ich werde es machen. Also dafür ist die Energie jetzt gut, diesbezüglich eben hierin weiterkommen zu können in der Vertiefung Ihres Lebenssinns. Haus 9 steht ja auch für ferne Reisen, hat aber schon etwas mehr die Betonung an von Reisen an heilige Orte oder Kraftorte. Nun, Merkur ist bis 8.1. im Wassermann. Da er rückläufig ist, geht er dann wieder in das Zeichen Steinbock, worin Sie das 11. Haus haben. Und das fördert die Kommunikation und den Austausch mit Gleichgesinnten, also Gruppenthemen, Vereinigungen. Und wir haben ja auch gehört, dass Sie die Sonne auch im 11. Haus haben. So möchte also der Austausch, die Kommunikation in Gruppenthemen vertieft werden. Kann aber auch bedeuten, dass Sie etwas, was mit Lernen zu tun hat, jetzt darin etwas zu einem Abschluss bringen können. Oder es kann auch bedeuten, dass Sie beispielsweise in Ihrem Networking, ja, mehr Fokus entwickeln, sprich, Sie können sich eine größere Community aufbauen. Ferner kann es aber auch sein, Merkur ist ja das Analysieren, dass Sie sich in Ihrer Rolle in einem Gruppenverhalten darin mehr reflektieren wollen, ja, sprich, wie können Sie Ihr Sozialverhalten und Ihr Gruppenbewusstsein mal besser reflektieren. Ja, das war Merkur. Jupiter ist in der Jungfrau nicht nur im Januar, sondern sogar bis September 2016. Das ist bei Ihnen das 7. Haus. Und das 7. Haus bedeutet natürlich, dass alles, was Jupiter beeinflusst, mehr in Richtung Wachstum gebracht werden möchte. Folglich profitiert davon Ihre Partnerschaft oder auch Ihre Beziehung zu einem Geschäftspartner. Ja?
Wenn Sie eine Selbstständigkeit betreiben, ja, dann könnte auch die dadurch mehr florieren. Ihre Wirkung in der Öffentlichkeit wird dadurch stärker wahrnehmbar. Sprich, wenn Sie Werbung machen würden, um auf Ihre Firma aufmerksam machen zu wollen, ist das auch eine sehr günstige Zeit. Es ist aber auch so, Jupiters Lauf durch Haus 7 fördert auch den Impuls, was so Ihre Idee ist, mit was Sie hier Ihren Abdruck auf der Erde hinterlassen wollen. Ja? Sprich, was wollen Sie Bleibendes schöpfen? Siebte Haus hat natürlich viel mit Kinderwunsch zu tun. Viele hinterlassen auf diese Weise was, damit das Spiel hier weitergeht. Aber das müssen nicht nur zwangsläufig Kinder sein. Das können natürlich auch Werke sein oder Dienste oder Wissen sein. Und so fördert dieser Transit Jupiters durch Haus 7, dass Sie sich mit der Aufbau Ihrer Dynastie, dessen, was Sie den Menschen hier auf der Erde hinterlassen wollen, auch wenn Sie mal nicht mehr da sind, etwas Bleibendes, was Sie schöpfen wollen mit Ihrem Partner. Und dafür könnten Sie nun eben nicht nur gute Impulse, sondern auch in der Umsetzung des Aufbaus von etwas Bleibendem oder der Entwicklung von etwas Bleibendem sehr gut vorwärts kommen. Nun, Saturn. Ist im Schützen, das bedeutet, das ist ja ihr zehntes Haus. Und darin ist er den ganzen Monat, nicht nur Januar, sondern sogar noch die nächsten zwei Jahre bis Dezember 2017. Das bedeutet, es ist eine gute Zeit, nicht nur im Januar, sondern die ganzen nächsten Monate, wie Sie in Ihrer Karriere mehr Tiefe, mehr Qualität, mehr Ernsthaftigkeit, mehr Aufrichtigkeit entwickeln, mehr Verantwortung vielleicht übernehmen. Also Karriere hat einen gewissen Fokus. Mir ist auch noch aufgefallen, gerade zurück nochmal zu Jupiter, hatte ich mir gerade ja hier, in der Jungfrau hat mir jetzt was nicht losgelassen. Jupiter sind ja auch Sie, weil Jupiter herrscht ja über den Fisch. Das bedeutet, Ihre Aufmerksamkeit gilt auch stark Themen des siebten Hauses, also Ihrem Beziehungspartner oder einem möglichen Geschäftspartner oder der Idee, im Ausland zu leben, ist auch das siebte Haus, oder einer Selbstständigkeit. Ja? Wollte ich nur noch mal sagen, denn Jupiter repräsentiert ja Sie in persona. Jupiter ist der Herrscher des Zeichens Fische, Ihres Aszendenten. Und so wird die Themen des siebten Hauses, die ich gerade nannte, haben starken Fokus innerhalb der nächsten Monate. Also entweder Leben im Ausland könnte mal eine Frage auftauchen oder die Aufmerksamkeit geht voll auf eine Partnerschaftsthematik. Oder die Aufmerksamkeit gilt dem Aufbau einer Selbstständigkeit. Oder eben das siebte Haus hat auch was mit Geschäftspartnern zu tun. Gut, Saturn haben wir gerade besprochen. Übrigens, im Schützen ist auch die Venus. Die ist auch bis 23. Januar in ihrem 10. Haus. Das macht das Leben am Arbeitsplatz, ja, sprich Ihre Karriere, dass Sie darin vorwärts kommen, begünstigt das. Sie können nun mehr mit Diplomatie in Ihrem beruflichen Aufstieg punkten. Die Beziehung zu Ihrem Chef könnte harmonischer werden. Und also eine gute Zeit, wenn Sie sagen, oh, ich wollte schon lange mal was fragen oder so. Da haben Sie jetzt ein gutes Zeitfenster dafür. Oder für Menschen, die nicht mehr im Berufsleben stehen, die vielleicht vor Fragen stehen, bei staatlichen Stellen, Behörden und Ämtern Anträge stellen zu müssen. Jawohl, jetzt haben Sie da eine gute Zeit dafür. Venus im Haus der staatlichen Stellen begünstigt, dass Sie gute Entscheidungen treffen können, harmonisches Umfeld vorfinden in Ihren Anliegen. Nun haben wir noch Rahu und Ketu, die karmische Achse. Die verläuft ja in Zeichen Fische und Jungfrau. Und Rahu ist ja in Haus 7,
Das bedeutet auch nochmal, dass der Fokus stärker auf den Aufbau einer gleichberechtigten Partnerschaft liegt oder dass sprich der Fokus weniger jetzt auf ihrem Selbst liegt, sondern sie sehen sich eigentlich mehr darin, wird jetzt auch wichtiger für sie, wie sie anderen auch eben entsprechend zur Hand gehen können. Ja, vielleicht brauchen ihnen nahestehende Personen ihre Hilfe und sie können mit Rahu in Haus 7 jetzt besonders darin vorwärts kommen, wie sie ein besserer Beziehungspartner werden, weil sie eben noch mehr lernen und verstehen, was es ausmacht, ein guter Beziehungspartner zu sein. Okay, das war jetzt für Sie als Aszendentfische die planetare Konstellation Januar 2016. Ja, das war es jetzt soweit mit der planetaren Großwetterlage für Januar 2016. Bitte nochmal die Erinnerung, Punkt 1, bedenken Sie, dass die Deutung eben vorgenommen wird für diese Videos anhand des Aszendenten, nicht vom Sonnenzeichen aus. Sie können dazu gratis gerne anhand des vorbereiteten Links, der eben unterhalb dieses Videos ist, sich Ihren Aszendenten gratis bei mir anfragen lassen. Zweitens, besondere Gelegenheit im Januar. Und zwar starten Sie 2016 Ihre Reise nach innen. Und zwar dort liegen ja die größten Schätze mit Ihrem Eintritt in Ihr eigenes inneres Universum. Dazu biete ich Ihnen einen Testmonat an, mit dem Sie sich mal mit dem Studium der vedischen Astrologie näher auseinandersetzen können. Mehr Informationen darüber hier auch mit einem Link, der unterhalb des Videos vorbereitet ist, damit Sie mehr Informationen über diesen Testmonat erfahren können, wie Sie damit das neue Jahr 2016 ganz anders beginnen können. Ja, dann bleibt es mir natürlich nur noch, Ihnen einen guten Rutsch zu wünschen in das neue Jahr. Und Sie werden sehen, die Planeten möchten Ihnen salutieren. Die Sonne wünscht Ihnen mehr Verbindung mit Ihrer Intuition für 2016. Der Mond wünscht Ihnen mehr Empfänglichkeit und Zugang zu Ihren Gefühlen. Mars wünscht Ihnen mehr Mut und Willenskraft. Und Merkur wünscht Ihnen mehr Fähigkeit in Ihren Managementqualitäten. Jupiter wünscht Ihnen für 2016 mehr Weisheit und Optimismus. Und die Venus wünscht Ihnen für 2016 gute Entscheidungen. Und der letzte in der Runde, wie könnte es anders sein, das ist sein Platz. Saturn wünscht Ihnen Geduld, Ausdauer und Durchhaltevermögen. In diesem Sinne, einen guten Rutsch hinüber in 2016 und natürlich wie immer einen fantastischen Januar 2016. Das war's von Gerhard Feiner aus dem Informationskanal der vedischen Astrologie.